damit sagen wir Moin und herzlich willkommen im HSV-Netradio, präsentiert von der Telekom. Wieder aber Heidenheim über die starke rechte Seite. Nächste Möglichkeit, Ball in die Mitte und Tor. Und Tor. Ball kommt in die Mitte, der HSV pennt und Jan-Niklas Beste ist der beste Mann aus Heidenheimer Sicht. 27. Spielminute, der FCH erführt. Wenn da diese die drei glattroten Karten beim HSV wären, nicht wären eins aufeinandertreffen, auch der fairsten Teams. Und kaum sage ich das hier, ihr hört es, fällt das nächste Gegentor. Jan Schöppner schraubt sich hoch. 30 in dieser Saison, 4 Spiele bis dato, 3 Siege, ein Unentschieden. Jetzt könnte es den ersten dunklen Fleck geben und der nimmt Form an. Kleindienst gegen Montero, dreht sich um ihn rum und schießt den Ball ins lange Eck. 3:0 für den ersten FC Heidenheim. Keine Abseitsstellung angezeigt. Tor scheint erstmal zu zählen. Tim Kleindienst, 3:0. Wahnsinn. Statistiken auch vorne. Meisten Flanken geschlagen bei Heidenheim. 41 Torschussvorlagen geliefert. Das ist Rang 6 Liga weit. Jetzt mal Laszlo Benesch mit der Flanke. Nemeth! Tor! Tor für den HSV! Während ich hier Heidenheimer Statistiken vortrage, schlägt der HSV zu. 72. Minute. Tor für den HSV. Flanke Benesch und dann aus 6 Metern Andras Nemeth. Unsere Jungs sollte man nie zu früh abschreiben. Benesch bräuchte jetzt da Support, kriegt er von Ludovic Reis. Ludo halb links, 35 Meter vor Tor, spielt auf Bobby Glatzel, der dreht sich am Strafraum ran, schießt. Tor für den HSV! Tor für den HSV! 79. Minute, nur noch 2:3. Und wir haben wieder ein Fußballspiel. HSV ist wieder dran. Glatzel mit seinem 14. Saisontreffer. Verlagert, sucht Ludo Reis im Zentrum, findet ihn auch. Schöppner nur noch die Rücklichter. Guter Stecker von Ludovic Reis. Katterbach ins Zentrum. Nemeth verpasst, aber am zweiten Pfosten ist Bakariata. Schießt aufs Tor. Bakariata! Tor für den HSV! Bakariata! Was für eine Bude! Unfassbares Tor von Bakker! 3:3! Jawohl! Sebastian Schonlau ballt die Faust. Jetzt umarmen sie sich doch. Boah! Big Point für den HSV. Bobby, am Ende 3:3 nach 0:3, was für ein Spiel, auch was für eine Moral, wie sind deine ersten Worte zur Partie? Ja, verrücktes Spiel, ja, sehr, sehr schlechte Halbzeit von uns, erste Halbzeit, aber dann ja, umso geiler, dass wir noch so zurückgekommen sind und ja, nie aufgegeben haben und uns dann am Ende noch belohnt haben und ja, dann hier noch einen Punkt mitnehmen, echt überragend. Ja, fallen da sehr, sehr viele verschiedene Worte ein, war crazy irgendwie das Spiel. Ja, wir sind eigentlich ganz gut reingekommen mit dem Pfostenschuss, wussten eigentlich auch, wie wir das Spiel aufbauen wollen und wir hatten viele Räume, haben die aber irgendwie nicht so gut ausgespielt, hatten nicht so einen Zug zum Tor. Heidenheim hat viele lange Bälle gespielt, was wir auch wussten, worauf wir auch eingestellt waren, aber wir haben es nicht gut verteidigt bekommen. Letztendlich muss man sagen, verdient 3:0 für Heidenheim zur Halbzeit. Ja, wir saßen in der Kabine und haben gesagt, jetzt haben wir ja gar nichts mehr zu verlieren und wir zeigen jetzt, dass wir ein Team sind, alle zusammenhalten, jeder für jeden kämpft. Und das haben wir dann von Minute 46 an gemacht, auch, wenn man ehrlich ist, mit 2-3 Harakiri-Ballverlusten. Da kann natürlich Heidenheim das 4:0 machen und dann ist wahrscheinlich die Messe gelesen. Wobei bei meinem Team weiß ich das auch nicht, ehrlich gesagt. Ich finde super, dass der Trainer, dass ihm scheißegal ist, ob wir hier 5-6-0 unter die Räder kommen. Er will einfach irgendwie ein Tor schießen und stellt so offensiv auf. Ich glaube nicht, dass es viele Trainer machen würden. Die Mannschaft hat es perfekt angenommen. Wir sind dann in so eine Powerplay-Phase reingekommen, meiner Meinung nach. Haben dann aber eigentlich ein bisschen den Faden verloren, aber durch eine unfassbare Flanke von Lazzi, super Tor, sind wir zurückgekommen. Bobby, super Tor, Bakker, boah, was für Tore. Aber am Ende meiner Meinung nach verdient 3:3, die spielen sogar am Ende noch auf Zeit, wir wollen unbedingt gewinnen. Ich glaube, da hat man gesehen, dass, ja, es war, natürlich war es irgendwo glücklich für uns, aber lass das Spiel mal noch 5 bis 10 Minuten länger gehen, dann weiß ich auch, wer hier gewinnt. Ja. Ich merke schon, du hast sehr viele erste Worte zu. Ich wusste gar nicht, wie ich das Spiel beschreiben soll. Auf der Bank erlebt man das dann auch nochmal irgendwie intensiver da am Ende. Deshalb hatte ich schon viele Worte in meinem Kopf. Ja.
Fangen wir mit dem Ganzen mal chronologisch an. In der ersten Hälfte die drei Gegentore, alle etwas nach demselben Muster. Langer Ball und dann durch. Was lief da schief? Was muss da besser laufen? Ja, langer Ball, Kopfball, der hat sich gut durchgesetzt, häufig in der ersten Halbzeit. Vielleicht hätten wir da eben besser stören können. Vielleicht hätten wir wach auf den Ball sein müssen, der dann auch zum nächsten Spieler geht. Ich glaube, das erste Tor war ein bisschen glücklich, abgefälscht und so. Es war verdient, dass sie 3-0 geführt haben zur Halbzeit. Muss man zugeben. Ja. Du hast die Halbzeitpause schon angesprochen. Man geht dann hier mit 0-3 Rückstand. Es lief alles schief, was schief laufen konnte. Erste Aktion, dann noch Pech gehabt, bisschen, glaube ich, mit dem Pfostenschuss. Aber ab da war dann, muss man ganz ehrlich sagen, einfach richtig schlecht. Überhaupt vorne wie hinten, überhaupt keinen Zugriff bekommen, keine Zweikämpfe gewonnen. Ging überhaupt nichts mehr nach vorne und hinten zu viele Chancen zugelassen. Ist dann am Ende verdient, denke ich, 3-0. Ja, zwar geht gefühlt jeder Schuss rein, aber trotzdem, also bodenlose erste Halbzeit. Aber dann überragend, dass wir dann in der Halbzeit haben wir dann gesagt, komm, egal was jetzt ist, wir glauben noch an uns, wir kommen noch zurück, wir machen das noch ein Tor und dann schauen wir mal, was passiert. Und einfach richtig geil, dass wir jetzt noch das Spiel für uns in unsere Richtung drehen konnten und dann noch hier was mitnehmen konnten. Du hast die Halbzeit schon angesprochen. Wie lief da die Halbzeitansprache? Was habt ihr euch gesagt? Mit welchen Gedanken geht man auch in die Halbzeit bei so einem Rückstand? Und wie rafft man sich dann auf? Ja, erstmal wird es erstmal laut natürlich. Ist ja ganz klar, wenn man so spielt. Irgendwann mal haben wir halt gesagt, komm Jungs, egal was ist, wir spielen jetzt Vollgas nach vorne, glauben an uns, machen ein Tor und dann mal gucken, was passiert und dann gehen wir aufs Nächste. Und überragend dann mit der Umstellung, dass es dann gleich auch geklappt hat oder dass wir einfach hier das Spiel noch auf unsere Seite drehen konnten. Ja, das was ich eben gesagt habe, wir haben gesagt, jetzt haben wir gar nichts mehr zu verlieren. Jetzt können wir erst recht allen zeigen, was wir für eine Mannschaft sind, wie wir einfach alle zusammenhalten und alle für alle Gas geben. Ja. Was dann in der ersten Halbzeit nicht so gut lief, lief dann in der zweiten Hälfte umso besser. Kannst du mal rausstellen, was in der zweiten Hälfte dann gut lief? Erstmal hatten wir auch kurz Glück. Also wir hatten ein bisschen mehr Glück als in der ersten Halbzeit. Dann haben wir die Kopfballduelle besser gestaltet, dadurch die zweiten Bälle leichter und besser bekommen auch. Waren vielleicht in den Zweikämpfen ein bisschen wacher und schneller. Man hat auch gemerkt, dass sie müde wurden, was ja häufig bei unseren Gegnern so ist, dass wir gegen Ende dann immer so eine Überhand meistens haben. Das war dann besser. Wir waren zielstrebiger. Es war einfach dann die zweite Halbzeit war dann verdient, dass wir die 3-0 gewonnen haben. Abgesehen von den ein, zwei Chancen am Anfang. Ja, ich denke, vielleicht am Anfang war es auch ein bisschen noch nicht so, dass wir uns jetzt viele Chancen reingegangen sind, aber nach Andras seinem ersten Tor war halt dann der Glaube richtig da und dann ging es Schlag auf Schlag. Da haben wir immer weiter nach vorne Gas gegeben und dann uns sehr viele Chancen rausgespielt. So, einfach mit dem ersten Tor, denke ich, war das dann der Dosenöffner und dann lief natürlich auch vieles für uns. Aber nach dem ersten Tor war einfach der Glaube dann richtig da und haben wir dann gesehen, dass wir hier noch was mitnehmen können. Ganz oft stehen wir hier nach solchen Spielen und reden immer wieder über die Moral in der Mannschaft. Wie sehr pusht das jetzt wieder auch für die nächsten Wochen nach so einem Spiel? Ja, ich hoffe, dass es uns sehr pusht. Also muss auf jeden Fall einen Push geben, ganz klar. Weil wenn man hier 3-0 in der Halbzeit zurückliegt, denke ich, kommen nicht viele Mannschaften zurück. Dass wir das dann schaffen, zeigt einfach die Moral, dass der Glaube immer da ist an uns und auch natürlich die Qualität. Es muss uns einfach richtig Selbstvertrauen und so ein Selbstverständnis geben, dass wir immer, egal gegen welchen Gegner, egal wie das Ergebnis ist, immer was noch bewirken können. Ja, das, wie wir alle zusammen gejubelt haben, wie die Fans uns unterstützt haben, da sieht man einfach, dass der HSV zusammenhält und diesen Weg wollen wir weitergehen, das ist unser Weg. Und wir werden mit Vollgas in die Trainingswoche gehen. Jeder wird 100% geben. Und dann wollen wir mit unseren Fans zu Hause die nächsten Punkte holen.